Beginnen werde ich hier mit diesem Primer hier von Catrice, diesen 10 in 1 Stream Primer und trage ihn mir auf das gesamte Gesicht auf. Der ist wunderschön. Tja, und jetzt geht's hier zur Foundation, zu dieser CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream plus Hydrating and Anti-Aging Concealer plus 50 SPF, FPS, UVA und UVB. Ich habe sie mir in der Farbe Medium genommen. Sieht ein bisschen dunkler aus, aber wir schauen uns das mal an. Ich hätte das Produkt testen sollen gleich, als ich es bekommen habe. Da war ich noch ein bisschen gebräunter. Jetzt rieche ich mal gar nichts. Ist eine sehr dickflüssige Konsistenz und man kann hier erkennen, dass sie gar nicht runterläuft. Hoffe, dass sie jetzt auch nicht zu austrocknend ist. Und trage es mir mal mit dem Finger im Gesicht auf. Eine wirklich sehr feste Konsistenz. Die Farbe sehe ich jetzt schon, dass sie mir ein Tick zu dunkel ist. Werden wir aber wahrscheinlich mit Puder und Concealer ein bisschen ausgleichen können. Gut, nehme jetzt diesen Sponge von Real Techniques und verblende mal die Foundation. Riecht sehr irgendwie ein bisschen nach Naturkosmetik, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall am ersten Blick sehr, sehr deckend. Ich habe auch eigentlich gar nicht so viel genommen. Aber ich kann schon mal sagen, dass es sehr ergiebig ist. Also das, was ich jetzt verwendet habe, hätte ich, glaube ich, für mein Gesicht jetzt nicht benötigt. Bin total zufrieden. Wow. Sie ist sehr gut deckend. Jetzt nicht so zukleisternd, aber schon wirklich gut deckend, finde ich. Mittel- bis hochdeckend würde ich vielleicht sogar, tja, ein bisschen eine leichte Rötung scheint hier durch. Das finde ich total okay und perfekt eigentlich. Die Farbe könnte vielleicht ein Tick heller sein, ist doch ein bisschen ein Unterschied. Wie gesagt, wir werden das mit Concealer und Puder ausgleichen, dann passt es auch wieder. Ich würde vielleicht sagen, ist nicht so extrem feuchtigkeitsspendend, habe ich zumindest das Gefühl, aber auch nicht matt bzw. so trocken. Gut, ich gehe jetzt weiter mit einem Concealer von Urban Decay, den Naked Skin Concealer in der Farbbezeichnung Light Warm. Was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen ist, ich finde, dass die Foundation, ich habe zwar jetzt nicht so viele Poren im Gesicht, aber ich habe das Gefühl, es minimiert die Poren irgendwie. Werde jetzt gleich noch mein Lid setzen mit diesem Puder. Gut, ganz neu für mich ist auch dieser Essence Hashtag InstaPerfect Liquid Highlighter mit 15 ml in der Farbbezeichnung 10 Hashtag Gold Addiction und den möchte ich auch gleich mal testen, bevor ich mein Gesicht abpuder. Habe mir da jetzt mal eine Ladung auf meinen Handrücken gegeben. Ein bisschen zu viel des Guten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich sehe, wenn ich es zu viel einblende in meine Haut, verschwindet er irgendwie wieder. Und er trägt meine Foundation ab. Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Sehr flüssig. Ah,
Soll ich es noch mal wagen? Naja, ist ja eine First Impression, also wieso nicht? Tja, wie gesagt, wenn man ihn zu viel einarbeitet, verschwindet er wieder. Wo ich ein bisschen vorsichtiger war, habe ich mir jetzt die Foundation nicht abgetragen. Tja, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mein Lieblingsprodukt werden. Ich glaube, wenn ich das hier in eine Foundation reinmische, dann könnte das wirklich gut aussehen. Denke ich jetzt mal. Gut, mein restliches Gesicht pudere ich jetzt auch noch ab. Mit den Essence All About Matte. Nehme jetzt von MAC den Bronzer, diesen Give Me Sun. Und wärme mein Gesicht auf. Meine Augenbrauen habe ich jetzt aufgefüllt mit den Maybelline Brow Satin in der Farbbezeichnung Dark Brown. Gut. Jetzt trage ich noch ganz wenig Blush auf und zwar nehme ich hier von MAC Matcha. Tja, von dem Highlight sieht man, finde ich, natürlich jetzt fast gar nichts mehr. Kann ich jetzt schon sagen, hat mich gar nicht überzeugt. Die Foundation sitzt noch immer perfekt. Gut, jetzt teste ich ganz neu für mich und das erste Mal eine Action Palette. Passt ja wirklich voll zusammen, oder? It Cosmetics und Action Palette. Egal, das ist meine erste Palette von Action und ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Hier stehen die Farbnuancen drauf, was ich toll finde. Und die Farben sind sehr, sehr schön. So richtige Herbstfarben. Diesen Applikator werde ich nicht verwenden. Starten wir den ersten Look und da gehe ich als erstes gleich in diesen Ton hier. Nummer 1 Sleek. Sehr viel Kickback hier in der Palette, sieht man ganz gut, glaube ich. Pigmentierung ist gut, sehr gut sogar, wirklich gar nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir das auch wieder ausblenden können. Das hätte ich mir überhaupt nicht gedacht, ganz ehrlich. Dann gehe ich in diesen dunkelbraunen Ton und trage es mir am äußeren Augenwinkel auf. Und ziehe es so leicht in die Lidfalte rein. Dann gehe ich in diesen Ton hier, ist ein Schimmerton und gehe am vorderen Augenwinkel entlang. Für meinen unteren Wimpernkranz gehe ich wieder in diesen Braunton. Gehe jetzt wieder in diesen rotbraunen Ton und blende meinen unteren Wimpernkranz mit diesem Pinsel hier noch aus, ohne Produkt.
Um mir einen Eyeliner zu ziehen, verwende ich hier von Essence den Liquid Ink Eyeliner in Waterproof. Verwende einen Kohlkajal von Max Factor in Black. Gehe mit diesen Essence Lash & Brow, dieser Gel Mascara, über meine Augenbrauen. Dann verwende ich die Mascara von Catrice, diese Glam & Doll Lash Colorist. Und auch diese Expert Skinny Mascara von Trend It Up für die unteren Wimpern. Zu guter Letzt verwende ich diesen BH Cosmetics Liquid Lipstick in der Farbe Sandy, auch zum ersten Mal. Und ich glaube, dann sind wir ready. Tja, Fazit zu den Produkten. Diese It CC Cream ist wirklich eine tolle CC Cream, finde ich. Dann dieser Essence Insta Perfect Highlighter. Muss ich mich da noch ein bisschen durchtesten, aber tja, Fazit zu den Produkten würde ich mal sagen, diese CC Cream hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch, die Haut sieht wirklich sehr, Wahnsinn, sehr ebenmäßig und sehr schön aus. Die würde ich empfehlen für Hauttypen, die wirklich sehr starke Poren haben. Die Deckkraft finde ich auch sehr schön. Dann kommen wir zu diesen Liquid Highlighter von Essence. Muss ich ehrlich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Tja, warum, wisst ihr ja. Und also nachkaufen würde ich mir das bestimmt nicht. Aber ich werde es wahrscheinlich mal in eine Foundation mit reinmischen. Vielleicht, ja, gefällt mir dann das ein bisschen besser. Dieser BH Cosmetics Liquid Lipstick ist von der Farbe her genau meines. Tja, und zu guter Letzt, diese Palette von Action ist, finde ich, echt top. Pigmentierung gut, Preis gut. Ja, das Einzige, was mir hier nicht so gefällt, ist dieses Plastik, diese Plastikpalette. Ich stehe eher auf diese Papppaletten. Trotzdem finde ich die Farben sehr schön und auch das Ergebnis, finde ich, kann sich sehen lassen. Ja, also ganz ehrlich, ich hätte mir das nicht gedacht, dass die so gut ist. Wenn ihr wollt, können wir noch in vielleicht ein, zwei interessante Töne reingehen. Und zwar würde mich der hier interessieren, dann der hier und auch der hier. Wahnsinn, wie die bröseln. Aber der Ton ist ein richtiger Hautton, also auch zum Setten des Lides etc. Ein sehr schön Rot-Orange-Ton und dieser Bärenpink. Rosa Ton, ja. Eine richtig schöne Herbstpalette. Wenn ihr die noch seht bei Action, dann holt sie euch auf jeden Fall. Ja, ich bin auf jeden Fall mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.